Hey meine Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute wird es auf jeden Fall richtig wunderschön. Ich weiß, wir wurden letztens von der Klassenfahrt rausgeschmissen, weil wir sehr blöde Sachen gemacht haben. Aber ich bin ja jetzt dafür draußen, zu Hause und ich kann sehr schöne Sachen unternehmen. Deswegen wird mich auch gleich eine Freundin abholen. Eventuell wird es meine neue Freundin, ich weiß nicht, sie heißt Vanessa, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr süß. Ich freue mich schon darauf. Dann werden wir den Tag ein bisschen zusammen verbringen. Wir wollen so ein paar Sachen unternehmen. Und ja, mal gucken, wo ist eigentlich... Ach Papa, kochst du gerade oder was? Ja, meine Sohn, ich mache ein Essen hier. Geil, ja, was kochst du denn? Ich habe ja schon Hunger eigentlich. Ich mache eine Torte und ein bisschen Suppe. Ah. Und ich mach viel, weil heute kommt auch Besuch. Ach, wer kommt uns denn besuchen? Tante hier. Ach so, Tante. Bitte, kleine Kinder, alle kommen, alle. Ja, ich werde auch gleich abgeholt, Papa. Ich weiß, von ich, wem denn, meine schon Sohn? Da? Von einem Mädchen, ah, da ist sie ja schon. Ich werde von wem einem Mädchen, Mädchen abgeholt, Papa. Hab ich dir nicht gesagt, nichts mit Mädchen zu tun haben hier. Ja, komm doch mal her, schau sie dir doch erstmal an. Guck dir das doch mal an. Schau, oh, meine Sohn. Hey, hallo. Vanessa. Das ist die Vanessa, Papa. Vanessa, hallo. Kannst du reinkommen? Kein Problem. Echt? Ja, da komm kurz rein, Papa. Kommst du hier? Papa, ja, musst du nicht draußen warten. Ja, ist auf jeden Fall. Ja, wie alt bist du denn hier? Ich bin 13. 13? Oh, gut, Alter, gut. Das ist mein Sohn hier, weißt du, der macht immer mir helfen, immer trainieren hier. Kannst du viel anfangen mit hier? Ja, sie ist echt süß, ja. Papa. Ja, mein Papa will damit sagen, dass ich, glaube ich, der Richtige bin für dich. glaube ich. Ja. Gut, was Papa. Habt ihr heute vor? Ja. Was haben wir vor, Vanessa? Vielleicht was essen gehen? Ja, auf jeden Fall. Kein Problem. Könnt ihr essen? Egal. Ich gebe dir auch viel Geld. Oh, danke, keine Papa. Problem. Dankeschön. Ja, ja, hallo, steckst du hier ein, weißt du? Hier. Dankeschön. Ja, dann geh schon mal. Warte mal, wir gehen jetzt erstmal was essen, ne? So, dann lass viel mal. Spaß für euch. Ciao, hier. Papa. So, lass erstmal zu Noms da vorne. Du hast gesagt, du willst was essen, oder? Ja, ich hab grad echt Hunger. Ja, komm, wir gehen dorthin und holen extra uns. Nicht gefrühstückt. Ja, alles gut. Schau mal, wir gehen da jetzt was zu essen holen und dann schauen wir mal weiter, ja? Hey, so. Nate, das ist Bruderherz. Hey, was geht ab, Mann? Hey, was geht? Hey, Bro, ich bin gerade mit Vanessa unterwegs, ne? Ruf mich in einer Stunde wieder an, ist es okay? Okay, ich rufe dich an. Also, Bro, bis dann, ja? Ciao, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Bro. Komm, Vanessa. So, können wir erstmal hier schauen. Auf was hast du denn Hunger? Hier gibt's ja ziemlich viele Sachen. Hier kannst du dir alles holen, was du möchtest. Ich weiß nicht. Komm ich schon. Ich würde sagen... Ja? Hier mal so Spaghetti, würde ich sagen. Ja, dann hol dir Spaghetti. Okay, warte. So, hier gibt es noch so andere Sachen. Kannst du auch Cornflakes holen oder so gemachte Sandwiches und so gibt es auch, ne? Da gibt es viele Sachen, die du hier holen kannst. Kannst du ja alles holen, was du willst. Hallo, Entschuldigung. Ja, wer ist denn da? Hallo? Habt ihr einen Euro für mich, für ein Bierchen? Ja, von mir aus, komm, hier von mir aus, nimm. Warte mal, warte. Bist du nicht Natives? Ja, doch, klar bin ich Natives. Wer bist du denn? Ich bin dein alter Lehrer, Junge. Wegen dir bin ich aus der Schule geflogen. Was? Echt? Ja, wegen dir, Junge. Das verzeih ich dir niemals. Guck mal, was aus mir geworden ist, Mann. Ey, es tut mir ehrlich leid, ey. Das war gar nicht so gemeint. Ich schwöre, es tut mir wirklich sehr leid. Also, ja, Junge, wegen dir habe ich meinen Job verloren, Alter. Ich verzeih dir das niemals, ne? Du wirst noch sehen. Aber wenigstens bist du jetzt trainierter als davor. Hey, was ist trainiert? Guck mal, wie meine Klamotten aussehen, Mann. Es tut mir wirklich leid, Mann. Wirklich vom ganzen Herzen. Aber wenn sie sich vielleicht uns in Ruhe lassen könnten, ich würde mit meiner Freundin ein bisschen Zeit verbringen jetzt. Ja, egal. Ich nehme jetzt ein Bierchen. Tschüss. Ciao, ciao. Alter, das ist doch dieser Lehrer damals. Weißt du noch, wo wir Klassenfahrt waren und so früher? Ja. Alter, so ein... Ach, komm. Komm, aber ich würde sagen, er hat wenigstens abgenommen. Ja, schon. So, hi, wir haben einmal das, was sie haben möchte. Spaghetti, hier, Cornflakes. Spaghetti? Cornflakes. Okay, okay, okay. Wie viel macht das? Das macht, warten Sie kurz, das macht Spaghetti und Cornflakes, ne? Ja. Das macht insgesamt 3 Euro. Ja, hast du Geld dabei?
Oh nein, warte, ich guck mal kurz. Oh, ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Ja, okay, komm, das geht auf mich. Ich zahle hier, bitteschön. Ja, dankeschön. Danke auch. Komm, nimm die Sachen, lass gehen. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ja, Leute, eigentlich bin ich nicht so jemand, der eigentlich für andere zahlen kann, weil ich habe selber nicht so viel Geld. Aber egal, diesmal ist es jetzt nicht so schlimm. Also schau mal, ich will dir jetzt eine Sache sagen, ne? Ich finde es schon echt süß und schön mit dir. Ich würde eigentlich jetzt gerne auch mit meinem Kollegen was unternehmen, so, weil, weißt du, wir wollten so einen geheimen Bunker besuchen. Ja. Okay, aber gerne halt das geht mit. Doch nicht, weil wir hatten doch eigentlich was vor und wenn, dann komme ich mit. Du kannst mich doch jetzt einfach nicht snitchen. Ja. Also, das geht doch nicht. Ja, okay. Ja, okay, dann komm einfach mit. Komm, wir gehen ihn erstmal abholen. Okay. Oh, dieses Wetter heute. Bro, ist Nathis, ja wirklich Nathis. Richtig schön. Ey, wo bist denn du denn, hä? Ich ja gar nicht. Hä? Ich bin schon im Park. Komm mal. Ach, hier bist du. Achso, Ja, komm, dann lass ein bisschen abhängen, Mann. Lass ein bisschen Bälle werfen und so. Darauf hab ey, ich komm mal Bock. Mit. Schau mal, was es neu gibt. Boah, geil, Alter. Ist ja richtig schön hier. Und, ich war hier voll noch nie vorher, ne? Alter. Ja. Junge, wie schön ist das denn? Boah, Digga, ich sag dir ehrlich. Fußball. Ey, Nathis. Ja. Du und deine Freundin? Ja. Gegen mich, Fußball. Ja, komm her, Alter, Junge. Denkst du, du gewinnst gegen uns, Junge? Nichts. Ja. Aber ich kann nicht so gut Fußball spielen. Ja, komm. Nicht schlimm. Dann schau du einfach zu, okay? Okay. Ja, okay, mach ich. Nichts. Du hast Anspiel 3. Okay. Okay, du hast Anspiel 3. Ja, okay, okay. Let's go. Komm doch her, Junge. Komm her, denkst du, du gewinnst gegen mich, oder was? Ja. Nein, nicht ja, Eigentor! Nein. Oh mein Gott, ich will doch kein Eigentor! Ja! Ey! Der, du hast wieder geschummelt, Alter! Das ist doch nicht dein Ernst! Komm jetzt aber! Jetzt aber! Komm jetzt aber! Komm doch jetzt, Junge! Ja! Nein. Ja! Geil, Alter! Nate! Ja, Mann, geil! Jetzt habe ich ein Tor geschossen! Komm, wer dieses Tor macht, hat gewonnen! Alter, ich gewinne okay. Gegen dich! Ich gewinne gegen dich! Komm doch her! Ja! Ja, nein. Ja, ich hab's geschafft, Alter. Let's go. Ah. Ich hab gewonnen, Junge. Ach, Mann. Ey, nicht ja. Bitte, warte kurz. Ich muss direkt was sagen. Ja. Ich hab ja noch von meinem Vater da einen Club in der Höhle geerbt. Wollen wir dorthin gehen? Ja, ist schwierig heute. Nettes, warum hast du deine Freundin mitgebracht? Ja, Bro, weil ich habe sie mitgebracht heute, weil ich mir dachte, dass, weißt du, sie wollte unbedingt mir, also, ja, sie hat gesagt, sonst darf ich nichts mit dir machen, wenn ich sie nicht mitkomme. Ey, Nathis. Ja? Sie betrifft dich. Sie schreibt immer mit anderen Männern und sie ist immer so mit anderen Männern zusammen. Was redest du mal? Nein. Nein, doch, schau mal, ich habe sogar Beweis. Was redest du? Nein, Junge, komm, ey, Lorenz, hör jetzt auf, Digga, Lorenz, hör jetzt auf, Mann. Ey, komm, wir gehen jetzt, ja? Hey. Okay. Junge, wenn du wieder beim klaren Verstand bist, Lorenz, dann schreib mir wieder. Komm, wir gehen jetzt. Komm, Vanessa. Auf was hast du jetzt eigentlich Lust? Was sollen wir jetzt eigentlich machen, Vanessa? Ich hätte eigentlich schon echt Lust, so jetzt irgendwie zu mir nach Hause zu gehen, ein bisschen mit meinem Papa zu quatschen und so. Weißt du, was ich meine? Okay. Oder auf was hast du denn Lust? Sag du doch mal. Also, ich weiß nicht. Ich finde, jetzt wäre es eigentlich... Also, ich würde dich jetzt eigentlich schon gerne küssen, ne? Aber das ist doch noch viel zu früh, also wir kennen uns doch erst seit ein paar Wochen aus der Schule. Ja, ein paar Wochen, wie, also ein paar Wochen ist doch viel. Ich meine, wir, also echt, findest du zu früh zum Küssen oder was? Also ich weiß nicht, weil wir haben uns ja erst seit vorher so richtig, ja, ja du weißt, was ich meine. Ja, okay, dann warten wir halt noch ein bisschen. Dann komm, lass zu mir gehen, aber erstmal, okay? Okay. Leute, warum lässt sie sich eigentlich nicht küssen von mir? Ich habe ihr ganzen Sachen bezahlt, erstens. Zweitens, ich weiß nicht. Komm rein, hier, hopp, hopp. So, Papa, bist du zu Hause? Ja, meine Sohn, Robin hier. Warte mal kurz unten, ich komm gleich, ja? Papa, okay. Ich habe jemanden mitgebracht, ich bin mit Vanessa da. Meine Sohn, warum bringst du mir Mädchen zu Hause? Ich weiß, du willst Schachalage machen. Meine Sohn, ich habe gehört, die hat mit Mädchen gesprochen. Ja? Nichts gut über dich.
Nein, Papa, rede doch nicht sowas. Also schau mal. Doch, ich habe mit meinen Ohren gehört, ja? Nix gut. Ja, aber nix, Papa, ist nicht so richtig, vorhin, ja. Du hast so vorhin schon so gesagt, ja, es ist alles in Ordnung und so, ich darf mit dir chillen. Ja, vor ihr habe ich so gemacht. Aber ich habe sehr schlechte Sachen gehört. Du hast nur so getan. Ich habe sehr schlechte Sachen gehört, meine Sohn. Nein, Papa, das akzeptiere ich nicht. Sie ist ein gutes Mädchen, das stimmt gar nicht. Nein, meine Sohn, die ist nicht gut. Ich weiß, was ich hier rede, aber du nicht. Hey, Vanessa, ich... Was habt ihr gerade geredet? Ach, nichts, nichts. Ich, weißt du was? Ich muss mal kurz in die Garage. Ich muss mal was nachschauen, ja? Ah, okay. Leute, was soll ich da machen? Digga, sie hat es gehört, glaube ich. Ah, Mann. Ey, Vanessa, komm, lass mal zur Tankstelle gehen, okay? Kommst du mit? Okay, ich gehe davor noch mal kurz aufs Klo. Ja, okay, dann geh kurz aufs Klo. Ja, Leute, sie geht jetzt aufs Klo. Da wollen wir mal durch den Schlitz gucken, was die Alte macht. Die telefoniert. Hallo? Hallo? Ja, Jacqueline? Ja, also, ja, es geht um Natus. Oha, also, ja, es ist halt so, also ich finde ihn süß und so. Er gibt mir auch immer aus, aber ich weiß nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, weil sein Vater war gerade auch irgendwie so komisch. Ich weiß da irgendwie gerade nicht. Du musst jetzt... Okay, Vanessa, du musst wir müssen jetzt langsam gehen. Okay, ich komme. Was hast denn du so lange in der Toilette gemacht? Ich habe kurz meiner Mutter geschrieben. Sie hat mich angerufen. Ach so, ja, deiner Mutter. Ja, komm, dann lass mal bei der Tanke was zu essen holen. Dann können wir bei mir Netflix und Chill machen, oder? Hast du Lust darauf? Ja, okay, können wir machen. Hey, Jacqueline, was geht? Hey. Bist du dir? So, warte, was... Oh, ne, nicht schon wieder die Dame, ne, nicht schon wieder Nates, Mann. Was machst du in meiner Tankstelle, ne? Ah, warte, das gehört die Tankstelle dir. Ja, ich hab sie jetzt gekauft, ne? Ich hab kein Geld, aber ich hab von dem Reichen das Geld geklaut, ne? Hä? Aber wieso siehst du dann immer noch so aus? Ja, ich habe jetzt 10.000 Euro. Siehst du, ich habe hier fast gar nichts mehr. Siehst du, nur noch ein bisschen Essen, deswegen musst du ein bisschen nerven. Nathis hat mehr, du Angeber. Hey, komm, lass es mal hier. So, bitteschön, dann nehmen wir mal das hier. Willst du heute mal zahlen oder jetzt? Wird schwierig. Ja, komm, dann zahle ich hier, bitteschön. Bitteschön. Also, einmal 20 Euro, ne? Danke, hier, bitteschön. Ja, danke schön, schönen Tag noch. Danke, ciao. Tschüss, du Angeber. Ey, Vanessa, Alter, wirklich, Mann, was ist denn hier los? Schau mal, ich will mit dir über etwas sprechen, weißt du? Ich habe so das Gefühl, du bist nur wegen Geld. Also, ich gebe halt die ganze Zeit Geld und so für dich aus. Ich habe auch nicht mehr so viel Geld, weißt du? Wie sollen wir das jetzt eigentlich in Zukunft machen? Weil ich habe nicht so viel Geld. Weißt du, was ich meine? Ich habe echt nicht so viel Geld und du nimmst immer mein Geld Vater von mir. Verdient doch richtig viel im Monat. Ja, oder aber gibt das dir nicht so viel. Doch, aber ich meine, ich kann doch nicht immer ausgeben. Das ist doch immer jeder einmal, oder nicht? Ja. Ding dong. Ey, wer ist denn da? Warte mal kurz, bitte. Wer ist denn da? Okay. Hallo. Was ist los? Hallo. Was ist los? Was geht nicht ist? Ja, nichts, Bro. Ich hab das Gefühl, sie nutzt mich aus, Mann. Darf ich nicht reinkommen? Darf ich mit deinem Vater schnell etwas besprechen? Ja, komm rein. Es geht dir um... Auto, Zeug und so. Ach so, ja, dann geh nach oben. Ich glaube, mein Vater ist oben. Oh Mann, Alter. Leute, ich glaub's einfach nicht. Ah. Hallo, wer bist Hallo, du? Hallo, ich glaube, Nathis, kann ich kurz alleine? Ja, okay, von mir aus, Alter. Ey, da werde ich jetzt auf jeden Fall jetzt zulauschen. Was reden die denn? Schauen Sie mal, Herr Nathis. Schauen Sie, was ich aufgenommen habe von Jacqueline und Vanessa, ja. Sie haben schlecht über Nettes gerettet. Ja, habe ich meine Sohn auch schon gesagt. Habe ich schon so gehört. Hier, warte, ich gebe Ihnen das Video. Wie? Haben Sie mir das geschickt oder was? Ja. Nettes? Okay. Ja, Vanessa, ich, glaub, ich muss gucken, jetzt warte. Gehen, Vanessa, geh jetzt bitte nach Hause, ja? Aha. Ich wusste es. Wir sehen uns Der später, ist nicht ja? gut hier. Geh, Wir sehen gar uns nicht gut. Ja, mein Papa ist gerade ein bisschen hat seine Depression wieder, ja? Ja, okay. Ciao, wir sehen uns morgen. Tschüss. Ciao. Was machen wir jetzt? Papa!
Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch nicht das Mädchen aufnehmen. Vielleicht nutzt sie mich ja gar nicht aus, sondern vielleicht liebt sie mich ja wirklich. Das ist eine Verarschung von dir. Die mag dich nur wegen die Geld. Das kannst du nicht wissen. Das kannst du nicht wissen, Papa. Das hab ich geholt. Nein, doch. Das kannst du nicht wissen. Das kannst du nicht wissen. Woher willst du das aber wissen, meinen Sohn? Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, für mich ist das Gespräch jetzt auch zu Ende. Nee, das akzeptiere ich nicht. Lorenz, finde ich auch nicht korrekt von dir, dass du mich und meine Freundin hier so machst. Ich bin weg, Alter. Nee, Leute, wirklich. Das finde ich gar nicht korrekt. Ich hoffe, ich kann das morgen alles klären mit Vanessa, weil ich werde nochmal mit ihr sprechen und sagen, ey, komm, bitte lass uns da ehrlich drüber sein, weil sie hat mich noch nicht mal geküsst und wir sind quasi zusammen und ich zahle für sie alles. Schon ein bisschen so komisch. In diesem Sinne, lasst sehr gerne ein Like da. Ich würde sehr gerne auf diesem Video 500 Likes schaffen, das wäre wirklich mein Ziel. Ich wünsche, dass ihr, also hoffentlich, lasst einfach bitte ein Like da. Und wenn ihr bei meinen Videos machen wollt, kommt sehr gerne auf meinem Discord-Server. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.